So, und es geht weiter. Jetzt haben wir wieder Freunde in Strawberry und da wollen wir hin. Jetzt geht's endlich zu Javier. Wupp. Plötzlich hat manchmal einen guten Antritt. Da muss ich. Ach, du hast doch eh keine Zeitung für uns. I want to talk to you today about the great miracle of holy passion. Wo bist du? Yes, Da bist du. passion. Passion is what drives us all. It is what drives me. It drives me to serve you, to bring you the great news. The great news that you are saved today. If only you will follow me and do as I say, so we can spend eternity together. So wie er redet, will ich gar nicht wissen, was seine Passion ist. Der Reverend. Hey, partner. Hello, sir. Do you want to be saved? Immer. Ja, klar. Yes, desperately. Well, that's wonderful news. You are. That's really all there is to it. Just do more good things and less bad ones, and we can be together for all of eternity. You and me? Yes. Forever? Great. Er sagt genau das, was man denkt, oder? Wir beide, ja. Schön. Sehr, sehr schön. Dann reiten wir jetzt endlich mal wieder zur Hauptquest-Reihe. Heute weitergeht. Ja, an der Stelle sage ich es einfach nochmal. Schön, dass du dabei bist. Genau du. Es ist die Gamescom-Woche. Es bedeutet, wir nehmen ein bisschen Red Dead Redemption 2 auf und ab und zu kommt auch ein bisschen Fallout 4 raus. Und ich werde dann in den nächsten Folgen auch nochmal so ein bisschen berichten, wie es in Köln war. Und vielleicht kommen wir dazu, das nochmal gemeinsam ein bisschen zu erforschen. Blackwater und das umliegende Gebiet werden abgeregelt und werden daher auf der Pausenmenükarte rot angezeigt. Du kommst auf die Fahndungsliste, wenn die Gesetzeshüter dich in diesem Gebiet sehen. Das muss mal gesagt werden. Oh, da sind sogar schon zwei. Okay. Dass die auf uns warten. Ja, ja, ich werde ein bisschen von der Gamescom erzählen so in den nächsten Folgen und vielleicht, wenn du das hier siehst, erzähl mir doch auch mal, wie es auf der Gamescom war. Und an welchem Tag du da warst, was du so gesehen hast, wen du so gesehen hast, welche Spiele du gespielt hast. Boah, es sind aber einige von denen. Wen du so getroffen hast. Du bist kein Gesetzeshüter, ne? Nein. Gut. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein will. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Hauptstraße reiten will. Moin, moin. Ich bin nicht Arthur Morgan. Boah, jetzt sind wir im Blackwater, da wollen wir ja gar nicht hin. Das ist also das kleine Städtchen Blackwater, in dem so viel schief gelaufen ist. Ah, wir wollen da oben hin. Okay. Und ich bin ja auch gespannt, ob ich an meinem Tag auf der Gamescom
den einen oder anderen sehe und treffe. Wer weiß. So. Jemand hier? Irgendwer? Hallo? Aha. Da vorne liegen sie auf der Lauer. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Ha, steige auf dein Pferd. Schon gemacht. Finde das Boot. Was für ein Boot? Ja. Head up river and find this boat. Es ist ein großes Land, aber wenn man immer Ärger macht. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Mine would have sold me for a hogshead of ale. In fact, I think they tried. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me! Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute.
pick up the pace a bit. Du trödelst doch hier. Hallo? Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ich denke die ganze Zeit, er redet wieder. Hey, ah, okay. Pulled into shore. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. So, wo sind sie denn? Da ist das Bötchen. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew. Wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Aber gern. Praktisch, dass die immer auf die andere Seite gucken, ne? Also, ich würde ja als Wache vielleicht nicht da reingucken, sondern auf die andere Seite des Flusses, ob da jemand kommt. Also, ja, ich sag's ja nur. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Wait. Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen! Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. Come on, let's get up there. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Qué lindo those boots you got there, eh? Oh, they're very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? Das ist so weit weg, die schaffen wir nicht, oder? Dass es klappt. Nein, der schafft nicht. Da haben wir drüber gesprochen. So, Reichweite ist da ja ein... Nee, Quatsch. Das nehmen wir mal. Thank you.
gerade nach. Fehlt hier jeder Stunt schon, ne? Das muss einfach sein. Ah, das müssen wir doch. Das geht doch wieder schief hier. So, wenn wir allein unterwegs sind, würde ich jetzt einfach mal jeden plündern. Also. Ich komme ja. Aber einmal plündern muss. Der hatte $1,91 dabei, verstehst du? Ich komme ja. Ich komme ja. It's okay. Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Take them down. Goddamn army of these bastards. How much is Charles bounty? Maybe we should turn him in ourselves. Still time. That's not it. Eigentlich doch nicht. So. Ja, das ist 6. Das ist eigentlich so eine schlaue Idee. Da, okay. So, Wahnsinn, das ist langsam. Okay. Let's get Sean. Gleich. Wir können sie nicht alle plündern. Wir können sie nicht alle plündern, aber die hier. Come on, let's get Sean and get out of here. Ja, ich komme schon. Hey! Oh! Ja, servus! Are you going to get me down from here? Ja, okay. Arthur! You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up.
Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. So, wir können uns hier ein bisschen umgucken. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit, oder? Nebenkarte. Ne, neben Jin. Okay, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit hier, bevor da irgendwer kommt und guckt. Ihn können wir noch plündern. Also auch kein großes Lager jetzt. Mal kurz gucken, ob wir irgendwo ein Häuschen haben, so mit... Ne, haben wir nicht. Oh, okay. Ich habe doch gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Ich wusste, wir haben nicht viel Zeit und wir hatten sie auch nicht. Ein Verbrechen wurde gemeldet. Nun denn. Und da kommen ein paar Gesetzeshüter. Dann reiten wir nochmal in die andere Richtung. Jo. Erledigt, würde ich sagen. Wir haben unseren Freund gerettet. Wir haben ein paar Kopfgeldjäger abgeschüttelt und es wird dunkel und ich sehe nichts mehr. Ein Träumchen. Den Bergen und es wird wieder Nacht. Boah, das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus.